leider fast die ganze Strecke nach Chioggia Motoren. Es hat keinen Wind, irgendwie um die 4 Knoten, da kommen wir nicht voran. Man sieht es auch im Hintergrund, das Wasser ist ganz glatt. Ja, und wir sind irgendwie mutterseelen allein hier draußen. Wir haben 2 Segelboote gesehen, 2 Motorboote und sonst nur ein paar Fischer. Nichts los hier oben. Sera. Festgemacht, hä? Ja, das Ding muss das schon Anleger. Irgendwas richtig schönes, kaltes. Kaltes Bier am besten. Ja. Waren 53 Seemeilen. 53, aha. Bis zum Hafen waren 53. Aber ging doch relativ schnell. Ich habe gedacht, wir kommen später an. Ja gut, wir sind ja nur 1,5 Stunden gesegelt, waren wir relativ langsam. Ja, ja. 4 Knoten. Und dann ist der Wind eingeschlafen und die hatten eigentlich schon eine andere Dampfgeschwindigkeit vom Speed her als das alte Schiff. Ging ganz gut voran. Brutal viele Fischerboote hier, gell? Sind wir gerade dran vorbeigelaufen? Oh, Hunderte, ja. Eins am anderen. Noch keine Eisdiele entdeckt, gell? Keine richtige, nur so strengeles Eis. Ja, stimmt. Komisch. Das ist noch Italien. Jetzt ist die erste da. Da biegen wir doch gleich mal ab. Wir sind brutal schnell schlecken. Das klopft an allen Ecken. Oh, fein. Was für eine nette Bedienung. Sie tun jetzt gut. Wir haben es abends nach um 9 und haben noch 30 Grad. Halb 10, 30 Grad. Halb 10, 30 Grad, das ist abartig. Zum Wohl. Also wir wollten jetzt eigentlich gerne mit dem Vaporetto nach Venedig rüberfahren, aber jetzt sind wir hier an der Fährstation und am Ticketschalter. Und das Boot ist schon wirklich gerammelt voll, haben wir gerade geguckt, von vorne sieht man es. Und die haben alle Masken auf. Und ganz ehrlich, bei über 30 Grad dann mit der Maske erst im Vaporetto und dann im Bus 1,5 Stunden. Ich sag, das tun wir uns nicht an. Mir ist eh zu warm für Venedig. Ja, ich hab eh schon Jammer. Jetzt bleiben wir in Chioggia, boomen hier noch ein bisschen rum, machen ein paar Besorgungen, haben eh einiges zum Erledigen. Und ja, ist halt so. Hat nicht sollen sein. Jetzt schauen wir mal auf den Fischmarkt. Kein schlechtes Angebot. Na du? Wir haben gerade unseren Traumstrand gefunden. Hey. Sonnenschirm an Sonnenschirm. Man sieht vor lauter Sonnenschirm, obwohl sie zugeklappt sind, gar kein Meer. Schon der geblitzt da hinten, ne? Bisschen Wetterleuchten. Die nächsten Tage soll es sehr gewitterig werden, ja? Morgen schauen wir, dass wir weiterkommen. Das sind die Strände, wie ich so als Kind kenne. Rimini, Cattolica, Bibione, ja. Sotto Marina. Da war jeder schon mal von uns als Kind, genau. Das war das Größte. Weicher Sand, Sandburg bauen. Eis holen.
an Kyoto nochmal schön. Ja, leider läuft wieder der Motor. Es hat keinen Wind. Das Wasser ist aalglatt. Und wir haben eine ganze Strecke vor uns, 74 Seemeilen nach Rimini wollen wir. Müssen um das ganze Po-Delta außen rum. Und mal gucken, was der Tag noch so bringt. Ob noch Wind kommt, wäre schön, weil müsste man nicht die ganze Strecke motoren, könnte man noch ein bisschen segeln. Wir sind in Rimini. Ja, und so sieht's aus, wenn man nach Rimini reinfährt. Ah, die macht uns gerade nur so einen Strom hin. Und hier können wir heute sogar unsere Gangway brauchen. Und dann haben wir hier gerade noch im Hafenbecken entdeckt ganz viele Quallen. Mit relativ langen Tentakeln. Und ich glaube, die haben wir heute draußen auch gesehen. Herr Blank, wie schaut es aus? Anleger? Auf jeden Fall. Gibt es unseren Kühlschrank noch her? Einen kalten? Ja, der Kühlschrank ist ein bisschen überlastet. Es hat 35 Watt Dampfkompressor und da ist ziemlich warm geworden und ziemlich kalt runtergedreht. Ich glaube, es ist 5 Tage durchgelaufen. Jetzt ist schon ganz heiß geworden. Müssen wir mal gucken, dass ich ein bisschen runterdrehe, ein bisschen Kühlung. Noch einen zweiten Lüfter einbauen. Ich hoffe, dass wir nicht durchgearbeitet haben. Immer ist irgendwas mit der Technik. Ja, der Andi, der hat sich dem Problem mit der Kühlbox gleich angenommen. Da bin ich immer ganz froh. So was macht er immer gleich. Kümmert er sich immer gleich drum. Und ich zeig mal, was er gemacht hat. Und zwar ist hier unten, unterm Backofen, unser Kompressor drin. Hier drüben. Und da war ein Lüfter, ich glaube, den hat er auch schon hingebaut, dass die Luft besser rausgeblasen wird. Und jetzt hat er noch einen Lüfter hier hingebaut, der von außen Luft reinbläst. Und jetzt kann hier hinten die Luft, hier hat er so eine Abtrennung gemacht, hier die kühlere Luft von außen reingehen, kann hinten zirkulieren und kann hier wieder vorne die warme Luft, die Abluft sozusagen, kann hier wieder rauskommen. Und jetzt taktet er auch wieder. Und der funktioniert auch wieder, Gott sei Dank. Unsere Klappfahrräder gerade mal in die Altstadt reingeradelt und jetzt hier raus auf die Mole. Und jetzt das Restaurant Rock Island. Hier ist ganz schön was los. Generell ist in Rimini ganz schön was los. Und es macht so Spaß, mit den Klappfahrrädern rumzufahren. Ich bin so froh, dass wir sie dabei haben. Und Rimini ist echt nett, also gefällt mir. Ganz schön was los, da tobt das Leben. Wir legen gerade in Rimini ab. Patsch.
Unsere Kissenfender machen sich dahin selbstständig. Scheiße. Ja. Wow. So sieht es aus, wenn wir hier rausfahren. Oh. Hier baut sich natürlich eine mega Welle auf. Weiter draußen wird es hoffentlich besser. Abfallen, ne? Bisschen würde ich von der Mole noch weggehen, Schatz, bevor wir abfallen. Wir haben heute nämlich Nordwind, 20 Knoten. Und da hat sich über Nacht eine ganz schöne Welle aufgebaut. Aber heute soll es irgendwann mal weitergehen. Ja, hier sind überall so blöde Muschelfarmen. Man muss jetzt erstmal gucken, dass man außen rum kommt. Dann kann man nämlich nicht durchfahren. Jetzt haben wir erstmal ein Stück raus müssen. Gegen den Wind, ganz prickelnd. Und jetzt können wir langsam abfallen. Muss man echt eigentlich vorher schon drauf achten. Jetzt sieht es auch am Plotter. Da sind die Dinger auch eingezeichnet. Und ganz gut Wind und gut Welle. Eigentlich sollte Wind ein bisschen nördlicher sein. Jetzt segeln wir mit 50 Grad am Wind. Habe ich auch okay. Es läuft richtig gut. Mittlerweile ist es groß komplett gesetzt. Haben wir ausgerefft. Genua haben wir noch gerefft gelassen. Wir haben so um die 15 Knoten Wind, 90 Grad. Ja, es hat wieder ein bisschen angeluft, sehe ich gerade. Und segeln immer zwischen 7 und 8 Knoten. Sind also echt flott unterwegs. Mir geht es irgendwie nicht so gut, mir ist immer wieder flau im Magen. Irgendwie ist mir auch kühl. Und dann habe ich mir beim Ablegemanöver noch einen Knöchel verstaucht. Ich bin an der Ruderaufhängung hängen geblieben. Die steht da hinten so ein bisschen hoch. Muss man sich irgendwie erst dran gewöhnen. Ja, und der tut jetzt ein bisschen weh. Ich hoffe, es geht wieder weg. Ich denke schon. Auf jeden Fall sind wir super flott unterwegs. Und mal schauen, wie weit wir heute kommen. Ob wir durchsegeln. Wir wissen es noch gar nicht so recht. Wir hatten uns da so eine Ecke ausgeguckt, wo wir ankern wollten. Aber ich weiß nicht, ob das bei der Welle und bei dem Wind geht. Müssen wir uns mal anschauen nach Ancona. Andi hat mir ganz toll meinen Fuß eingebunden. Jetzt habe ich mal zwei Schmerztabletten genommen. Es tut doch ziemlich weh. Es wird hoffentlich besser. Ja, und Andi ist gerade da hinten an unserer Konstruktion zugange, die müssen wir uns bauen, weil sonst unsere Großschot, wenn wir sehr offen segeln, ans Bimini hinstößt. Das ist echt ein bisschen blöd, weil unser Bimini so sehr breit ist und so weit nach hinten geht. Das muss er die Großschot so nach hinten wegbinden, um die seitlich am Bimini vorbeizuführen. Das ist ein bisschen blöd. Am besten wir tun das Bimini beim Segeln legen, das ist... Werden wir das nächste Mal machen. Also, wir versuchen jetzt hinter dieser natürlichen Mole zu ankern.
Also, wir haben beschlossen, dass wir hier nicht bleiben. Das ist uns zu rollig. Das hat so viel Schwell. Wir wollten gerne noch weiter hinten reinfahren, aber da ist ein Fischernetz quer durch die Bucht sozusagen gespannt. Da wollen wir nicht unbedingt drüber fahren. Jetzt haben wir das Bimini weggeklappt, also dass es beim Segeln nicht so im Weg ist, beim Raumsegeln. Und Andi haut jetzt noch eine Dusche hinten am Heck rein. Und dann legen wir wieder ab und dann segeln wir einfach über Nacht weiter. Aber hier wollen wir nicht bleiben. So schaut es hier nämlich aus. Ja, so wackeln wir hier rum. Da vorne sieht man diese natürliche Mole. Irgendwas war da auch mal gestanden. Aber das ist, da kann man nicht schlafen. Das macht keinen Spaß. Dann tun wir lieber nachts segeln. Machen wenigstens ein bisschen Strecke. Ja, ich bin ganz froh. Die Paracetamol haben geholfen. Ich habe 2 Stück genommen. Jetzt tut mein Fuß eigentlich nicht mehr weh. Und wenn es wieder losgeht, dann nehme ich einfach nochmal welche. Also ganz wichtig, Schmerzmittel sollte man dabei haben. Und wir legen jetzt ab. Das ist ja furchtbar hier. Sieht man, wie es hin und her geht hier. Da fahren wir jetzt hin. Müssen wir erstmal durch die Fischernetze durch. Ganz viele Fischernetze da vorne im Flachen. Und ich finde es irgendwie so faszinierend, wenn man dann nachts segelt und die Sterne sind über einem. Ich sehe einen großen Wagen, wenn ich hochschaue nach hinten. Auf der linken Seite, auf der Backbordseite, ist die Cassiopeia. Der Mond ist gerade aufgegangen und es ist 10:30 und der ist um 10:15 aufgegangen. Ab 10:30 haben wir gesehen hinter den Wolken und der scheint uns heute die ganze Nacht bis um 9 geht er unter. Also müssen wir die ganze Nacht ein schönes Mondlicht haben, so vor allem die Wolken das zulassen. Zeige ich mal kurz den Plotter. Da sind wir. Spielt über Grand 5,9, 6,0. Das sind ein paar andere Fischerboote, die kommen jetzt immer mehr hier. Auf der rechten Seite sind ein paar Fischfarmen und wir sind gerade zwischen Ancona und Pescado. Ja, bei uns bricht der Tag an, halbe Stunde vor Sonnenaufgang. Wir sind heute Nacht durchgesegelt, hatten ziemliche Dünung durch den konstanten Nordwind und wir hatten zwischen 15 und 25 Knoten durchgehend und es war genau von hinten. Und ich habe nur das Großsegel gesetzt, sind dann immer mit zwischen 6 und 6,5 Knoten, 7 Knoten über Grund gefahren, war echt okay. Wir wissen noch nicht ganz genau, wo wir hingehen. Zuerst haben wir gedacht, wir gehen vielleicht bis heute Abend zu den Trinity-Inseln, würden wir schaffen. Aber mit der hohen Dünung ist wahrscheinlich Anker ein bisschen blöd dort. Jetzt schauen wir mal, wir haben ein, zwei Häfen gesehen da in der Ecke, wo interessant sind. Jetzt trinken wir zuerst mal einen Kaffee und dann gucken wir mal, wo wir hingehen. Das gibt es dann im nächsten Video. Und ich sage wieder vielen Dank für eure Likes und für eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.